Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Rollladenschalter smart macht. Das heißt, durch einen smarten Rollladenschalter ersetzt. Hier habe ich mich entschieden, dieses an einem Tisch oder auf einem Tisch zu zeigen. Zuerst wollte ich es am Rollo da drüben zeigen. Allerdings lässt sich das schlecht filmen und man versteht dann auch nicht, welche Ader wohin geht. Deswegen zeige ich es hier in einem sehr vereinfachten Aufbau auf dem Tisch, sodass man es auch besser nachvollziehen und verstehen kann. Was bauen wir heute ein? Wir bauen diesen smarten Rollladenschalter ein, und zwar den Curry Double in der 5. Generation. Dieser wurde um viele Funktionen erweitert und kann damit dann dementsprechend auch smart auf viele verschiedene Möglichkeiten euren Rollladen steuern. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Rollladenschalter mit Google Home oder Amazon Alexa zu nutzen. Dazu kommen wir aber später. Ich habe jetzt hier einfach mal etwas vorbereitet auf meinem Tisch. Zu Rollladenmotoren und Rollladenantrieben habe ich natürlich auch schon viele Videos gemacht, auch wie man sie installiert und natürlich auch einstellt. Deswegen werde ich hierauf nicht mehr weiter eingehen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie ihr solche Motoren einbaut und natürlich auch einstellt, verlinke ich euch einfach die passenden Videos dazu hier oben unter dem i. So, wir sehen hier einen Rollladenmotor, beispielhaft für unseren Rollladen. Dieser ist schon mit dem Stromnetz und mit einem standardkonventionellen Taster verbunden, so wie wir ihn alle in der Wohnung meistens schon haben, wenn wir dieses Rollo schon verbaut hatten. Das ist ja auch die Standardsituation schlechthin. Wir haben schon einen Taster und möchten diesen quasi smart machen. Wir haben ja einen Taster, wir können hier auf betätigen. Ihr seht, das Rollo fährt auf, oder wir können zu betätigen und das Rollo fährt zu. Bevor wir jetzt mit der Installation beginnen, trennen wir als allererstes unseren Rollladen vom Stromnetz. Bei mir ist das hier sehr einfach. Ich habe hier einfach einen Schokostänger, den ich herausziehen kann. Bei euch begebt ihr euch bitte an euren Sicherungskasten, sucht die dementsprechende Sicherung, den LS-Schalter, der zu eurem Rollo gehört, und schaltet diesen aus. Alternativ kann man natürlich auch den Fehlerstromschutzschalter abschalten. Habt ihr dieses abgeschaltet, messt ihr bitte nochmal mit einem ordentlichen Messgerät nach, dass hier auch alles stromlos ist. Darauf möchte ich auch nicht weiter eingehen. Dazu habe ich auch ein separates Video gemacht. Die 5 Sicherheitsregeln der Elektrik, beachtet diese bitte. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut bitte das Video dazu. Dieses findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. So, wir haben jetzt hier alles stromlos geschaltet und kommen erstmal zur Demontage des vorhandenen Rollladenschalters. In der Regel ist der Schalter in die Wand eingebracht, hier in so eine Unterputzdose, Hohlwanddose. Hier gibt es verschiedene Bauformen und Größen. Das ist eine kleine Hohlwanddose. Es gibt natürlich auch tiefe Hohlwanddosen. Wenn ihr sowas neu installiert, empfehle ich euch immer, verwendet hier tiefe Dosen, so habt ihr etwas mehr Platz für die Installation. Ihr entnehmt den Rahmen, öffnet den Schalter. Wichtig, alles im stromlosen Zustand, und entfernt hier alle Anschlusskabel. Wenn ihr den Schalter nicht herausbekommt, ältere Schalter haben hier noch Schraubverbindungen, manche haben auch hier diese Klickverbindung, drückt einfach hier diesen kleinen Hebel und zieht die Kabel vorsichtig heraus. Jetzt können wir den alten Schalter beiseite legen und kommen zu unserem neuen smarten Rollladenschalter. Wie gesagt, hierbei handelt es sich um die 5. Generation. Er wurde also noch mal etwas erweitert. Wir sehen auch, die Bautiefe hat sich hier deutlich verringert. Das ist natürlich jetzt sehr vom Vorteil, besonders wenn wir diesen Schalter hier in so eine Unterputzdose einbringen müssen und hier vielleicht nicht viel Platz vorhanden ist. So, wir schauen uns als erstes den Schalter mal näher an. Wir haben hier die Frontseite. Diese ist hier mit so einer Glasplatte abgedeckt. Hier ist auch eine Schutzfolie, diese könnt ihr dann später abziehen. Hier hinten haben wir solche Rastnasen. Mit diesen können wir den Schalter öffnen. So, wir haben jetzt hier im Idealfall in unserer Unterputzdose einige Kabel vor uns liegen. Hier müssen wir natürlich erstmal herausfinden, welches Kabel geht wohin. Als erstes haben wir unsere Stromversorgung. Diese besteht aus den Standardadern L1, also der Außenleiter, der Neutralleiter, dieser ist meistens blau, und unser Schutzleiter PE, dieser ist in der Regel grün-gelb. Dann haben wir gehend zu unserem Rollladenmotor in der Regel auch nochmal ein separates Kabel liegen. Dieses beinhaltet auch mehrere Adern. Hier können allerdings die Farben abweichend sein, je nach Hersteller. Was wir allerdings in jedem Kabel finden, ist auch hier der grün-gelbe, unser Schutzleiter. Der blaue ist in der Regel immer unser Neutralleiter. Und dann haben wir noch 2 weitere Adern. Eine ist für die Aufsteuerung und eine für die Absteuerung. Somit wissen wir im Großen und Ganzen, was wir für
die Verkabelung benötigen. Schauen wir als nächstes hinten auf unseren smarten Rollartenschalter und hier sehen wir die verschiedenen Anschlüsse. Ich möchte sie einfach mal erläutern. N ist selbstredend, das ist der Neutralleiter. L3 steht hier für Rollo ab, L1 steht für Rollo auf und L steht für den Außenleiter. Das sind die Anschlusspunkte an unserem Schalter. Kommen wir zum Anschluss der verschiedenen Leitungen. Wir haben eine Leitung kommend von unserem Rollartenmotor. Diese wird wahrscheinlich in unserer Unterputzdose liegen. Und natürlich unsere Zuleitung kommt von unserem Unterverteiler, Hauptverteiler, die uns mit Strom versorgt. Hier kann es sein, dass gerade bei unserem Rollladenmotor hier keine steifen Adern verwendet werden, sondern feinverlitzte Adern. Eventuell ist es sinnvoll, hier Aderendhülsen aufzubringen. Wenn ihr dieses machen müsst, wie genau das geht, habe ich in einem anderen Video erklärt. Dieses findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Alternativ kann man natürlich auch dementsprechende Klemmen verwenden, die diese feinverletzten Adern aufnehmen können und diese eventuell auch mit steifen Adern kombinieren können. Hier empfehle ich die Vago-Klemme 221. Diese hat den großen Vorteil, dass sie die meisten gängigen Kabeltypen, Adertypen aufnehmen kann, bis 2,5 Quadrat. Und somit könnt ihr quasi ohne Aderendhülsen hier arbeiten. Wenn ihr diese Adern allerdings direkt in den Schalter einbringen wollt, müsst ihr hier Aderendhülsen aufbringen, da sonst eventuell die einzelnen Litzen hier von den Schrauben zerquetscht werden und dann hier hinten aus dem Schalter herausragen. Kommen wir zum Anschluss und beginnen wir mit unserer kommenden Zuleitung. Ich habe sie euch ja vorhin schon gezeigt. Hier haben wir unsere drei Adern. Wir beginnen mit unserem Schutzleiter, der grün-gelbe. Dieser wird an unserem Schalter nicht benötigt, allerdings an unserem Rollladenmotor. Dieser hat ja einen Metallkörper, muss also geerdet werden. Also geben wir die grün-gelbe durch zu unserem Rollladenmotor. Das heißt, wir haben hier eine grün-gelbe Ader und hier kommend von unserem Unterverteiler oder in meinem Fall von meinem Schokostecker und verbinden diese einfach hier am besten mit so einer Vago-Klemme 221, einer Zweierklemme. Bringt einfach die beiden Schutzleiter, PE-Leiter hier ein und verbindet diese so. Als nächstes benötigen wir natürlich einen Neutralleiter. Ohne Neutralleiter läuft der Motor nicht und der Schalter kann auch nicht funktionieren. Hier empfehle ich euch nicht, wie ich es oftmals sehe, diese Neutralleiter einfach zu nehmen, hier zusammen zu zwirbeln und hinten in den Schalter einzubringen. Verwendet auch hier wieder eine vernünftige Klemme, hier wie zum Beispiel so eine Vago-Klemme 221, hier die Dreier und bringt hier eure beiden Neutralleiter einfach ein, kommend vom Motor und kommend von eurem Unterverteiler. Da ich ja hier jetzt eine Dreierklemme verwendet habe, kann ich natürlich jetzt hier eine einzelne Ader herausführen und diese dann in meinen Schalter einbringen. Ich mache das jetzt hier einfach mal. Wir haben hier unsere Vakuumklemme. Der Neutralleiter kommt vom Unterverteiler, geht hier zum Antrieb und hier zweige ich mir quasi nochmal meinen Anschluss für den Schalter ab. Diesen stecke ich hier in die Buchse N. Als letzten Verdrahtungspunkt kommen von unserem Unterverteiler haben wir noch unseren Außenleiter, auch gerne als L bezeichnet. Hier habe ich auch eine fein verletzte Ader. Das wird bei euch wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ihr habt ja eine steife Ader. Also könnt ihr diesen direkt in den Punkt L einbringen. Ich müsste jetzt hier entweder eine Aderendhülse aufbringen oder bringe einfach hier auch eine Klemmstelle dazwischen mit einer Vago-Klemme und verwende hier so eine steife Ader. So kann ich dieses auch optimal mit meinem Schalter verbinden. Somit haben wir nun den Anschluss von unserem Unterverteiler zu unserem Schalter realisiert und kommen jetzt nur noch zu den beiden Adern für die Ab- sowie auch für die Aufsteuerung. Hierbei ist allerdings wichtig, hier müsstet ihr wissen, was ist ab, was ist auf. Wenn ihr das nicht wisst, müsst ihr das im Vorfeld ausprobieren und euch markieren oder ihr bringt diese jetzt erstmal hier an. Sollte das nicht stimmen, könnt ihr einfach diese beiden Adern miteinander vertauschen und somit könnt ihr dann die Ab- und Aufrichtung dementsprechend tauschen. So, ich nehme jetzt einfach mal an, dass hier schwarz für ab ist. Wichtig, hier haben wir auch wieder eine fein verlitzte Ader. Achtet auch darauf, dass hier Aderendhülsen drauf sind, wenn ihr diese direkt in den Schalter einbringt. So, wir verbinden jetzt die beiden Adern für Auf und Ab mit dem Punkt L3 und L1. Wie gesagt, sollte das nicht stimmen, könnt ihr das im Nachhinein noch tauschen. So, nachdem wir alles verkabelt haben, schauen wir es uns noch einmal an. Das heißt, wir haben hier unseren Schalter,
L, wie gesagt, der Außenleiter kommt vom Unterverteiler. L1 die Steuerleitung für auf, L3 die Steuerleitung für ab und N der Neutralleiter und hier der Schutzleiter. Somit haben wir den Schalter ordnungsgemäß verdrahtet und können ihn dann so in unsere Wand einbauen. Haben wir das gemacht, können wir den Schalter wieder ganz einfach schließen, indem wir hier unsere Abdeckung einfach aufgeben und die Stromversorgung wieder herstellen, indem wir unseren LS-Schalter einschalten, den FI-Schalter einschalten oder hier in meinem Fall einfach den Stecker in die Steckdose stecken. Haben wir die Stromversorgung am Taster hergestellt, begeben wir uns zu unserem Smartphone und installieren die Smart Life App. Link zu dieser App übrigens unten in der Videobeschreibung. Achtet bitte darauf, dass Wi-Fi und Bluetooth am Smartphone eingeschaltet sein müssen. Öffnet die Smart Life App und registriert euch hier oder meldet euch an, wenn ihr schon einen Account habt. Jetzt gehen wir zu unserem Taster und setzen diesen zurück. Dieses machen wir mit der Abwärtstaste. Diese halten wir für ca. 20 Sekunden gedrückt. Hierbei wird sich euer Rollo auch schließen, wenn alles richtig angeschlossen ist. Die App registriert unseren Schalter oder findet ihn automatisch, wenn er sich jetzt hier im Verbindungsmodus befindet. Sollte das nicht der Fall sein, betätigt ihr bitte die Plus-Taste und automatisch verbinden oder wählt euren Taster manuell aus, indem ihr ihn in der Liste sucht und hier die Wi-Fi Bluetooth-Version aussucht. Wir fügen ihn nun hinzu. Hier kommen wir in unser WLAN. Bitte achtet darauf, ein 2,4 GHz WLAN zu verwenden und gebt hier das Passwort für das WLAN ein. Bestätigt das mit Weiter und der Taster wird mit eurer App verbunden. War die Installation erfolgreich, taucht nun unser Steuerswitch hier in der App auf. Ein kleiner Zusatzhinweis, da es mir schon mal aufgefallen ist, beim Hinzufügen dieses Schalters kann es passieren, dass eine Fehlermeldung kommt, trotz alledem aber der Schalter ordnungsgemäß verbunden worden ist. Sollte das passiert sein, schließt die Smart Life App, öffnet sie erneut, aktualisiert sie und euer Schalter taucht hier auf. So, wir können ihn nun hier auch öffnen und hierüber dann unser Rollo öffnen oder schließen. Wir können auch weitere Funktionen nutzen. Eine sehr schöne Funktion ist die Zeitsteuerung. Wir wählen hierfür einfach mal diese kleine Uhr oder dieses kleine Uhrsymbol aus und können nun hier einen neuen Timer einrichten. Das heißt, wir können eine Schließ- und eine Öffnungszeit hier festlegen, indem wir hier die Zeit einstellen. Somit können wir unser Rollo-System automatisieren. Eine weitere schöne Funktion, die dieser Schalter auch mitbringt, ist natürlich mit den gängigen Sprachassistenten wie zum Beispiel Google Home oder Amazon Alexa kompatibel. Um dieses optimal nutzen zu können, gebe ich euch allerdings noch mal einen Tipp mit. Bitte klickt hier oben auf das kleine Stiftsymbol und vergebt einen eindeutigen Namen an euer Gerät. Ihr klickt hierfür auch noch mal auf den Stift und gebt den Rollladen, Motor oder eurem System einen Namen, den ihr natürlich identifizieren könnt und über den ihr natürlich dann auch über euren Sprachassistent dieses Rollo steuern könnt. Habt ihr einen Namen vergeben, müssen wir dann dementsprechend noch den Sprachassistenten einrichten, je nachdem, was ihr benutzt. Amazon Alexa oder Google Assistent, wählt ihr das bitte hier unten aus und folgt bitte den Bildschirmanweisungen. Bei Amazon Alexa Echo müsst ihr natürlich dann dementsprechend noch den Smart Life Skill installieren und dann dementsprechend nach dem Gerät suchen. Somit könnt ihr dann auch euren Rollladenschalter smart steuern und natürlich auch von unterwegs sowie natürlich auch aus der App könnt ihr so das Rollo öffnen und schließen von jeder Position dieser Erde aus. Wichtig, ihr braucht hierfür natürlich ein funktionierendes Handynetz und einen Internetanschluss, dementsprechend Internetempfang. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video die Installation des Curry Double näher bringen. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Noch ein wichtiger Hinweis, dieses Video entstand in Zusammenarbeit mit dem Hersteller des Schalters, des Tasters. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wollt ihr mehr meiner Videos schauen, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.